Die christliche Geschichte von Rhodos ist umfassend. Paulus kam dort um 58 nach Christus an. Er übernachtete auf der Insel bei seiner Rückreise von Zypern, wo der christliche Glaube bereits bekannt geworden war. Die Einwohner von Rhodos glauben, dass er ihre Stadt durch das Tor in der mittelalterlichen Stadtmauer betrat, das heute als Tor des Apostels Paulus bezeichnet wird. Um 60 nach Christus kam er ein zweites Mal dorthin, und zwar in Ketten, als er nach Rom gebracht wurde. In der spätrömischen und byzantinischen Zeit war sie ein wichtiges christliches Zentrum. Die verschiedenen ökumenischen Konzile der ersten Jahrhunderte trugen zur Verbreitung der neuen Religion auf der Insel bei. Hier gab es schon immer eine lateinische Präsenz. Bereits im 10. Jahrhundert ist die Anwesenheit von Kaufleuten bezeugt. Schon vor dem Schisma gab es eine lateinische Präsenz. Franziskus reiste 1219 von Ancona aus zu den Sarazenen und kam auch an den Ägäischen Inseln vorbei, wobei Rhodos ein obligatorischer Hafen war. Im 20. Jahrhundert gab es zunächst Brüder der seraphischen Provinz von Assisi und danach übernahmen wir die Kustodie des Heiligen Landes. Siamo subentrati noi come custodia di Terra Santa. C'erano tantissime chiese cattoliche e quindi c'erano anche una quantità di frati. Personalmente dai racconti di mio padre. Es gab viele katholische Kirchen und damit auch eine große Anzahl von Brüdern. Nach den Berichten meines Vaters zum Beispiel auf dem Berg Filermos. Dort gab es einen endlosen Wald, in dem sich ein riesiges Kloster befand, in dem die Zellen der Brüder untergebracht waren. Es gab auch ein botanisches Labor. Sie stellten einen berühmten Likör her. Ich glaube, er hieß von den 100 Kräutern. Es gab einen Mönch, der alle Kräuter kannte, mit denen er nicht nur diesen sehr guten Likör herstellte, sondern auch Salben und Medikamente zur Behandlung der Wunden der Soldaten. Ma anche unguenti, medicine che aiutavano le ferite dei soldati. Von 1912 bis 1943 lebten etwa 10.000 Italiener auf der Insel, sowohl Zivilisten als auch Soldaten. Es gab nur 3 Kleriker, 20 Jahre später waren es 24. Mit den Italienern erlebte die Insel eine Blütezeit. Poi dopo la guerra gli italiani sono andati via, è stato molto ridotto la presenza dei cattolici. Nach dem Krieg zogen die Italiener ab. Die Zahl der Katholiken reduzierte sich stark. Mit dem Friedenspakt gingen alle unsere zwischen den 1930er Jahren und 1948 errichteten Gebäude in den Besitz des griechischen Staates über. So verloren wir die Kathedrale, das Bischofshaus, das Krankenhaus, Kliniken, Kirchengemeinden, Schulen und vieles mehr. Die Kathedrale, la casa del vescovo, l'ospedale, le cliniche, le parrocchie, le scuole, tutto. Die Präsenz der Katholiken lateinischen Ritus wurde dadurch sehr gering. Derzeit gibt es auf der ganzen Insel etwa 600 Katholiken. Poi qualcuno dalla sua mandato questo angelo speciale, il quale venuto qui. Dann schickte jemand von dort oben diesen besonderen Engel, der hierher kam und mit seiner ganzen Kraft, seinem franziskanischen Geist, diese Gemeinschaft aus christlicher Sicht zum Blühen brachte. Das ist ihm hervorragend gelungen. Er hat die verlorenen Schafe gesammelt und Interesse geweckt. Zu den vielen Qualitäten, die wir an ihm erkennen, gehört vor allem die diplomatische Qualität, die Beziehungen zur orthodoxen Kirche wiederhergestellt zu haben. Madonna di Fatima 2004. It's not the blood relation, it's how we feel with the other people.
So for me, it's a small cell representing the global church. Anche se la Chiesa è piccola, ognuno di noi c'ha la sua storia. كنت عم أنا هون بالمدينة شفت الكنيسة شفت علم الفرنسيسكان فدغري فتت على الكنيسة كان يوم أحد صليت. Siamo lì anche per quelle che sono le nuove emergenze e le nuove situazioni di povertà e di difficoltà.